the hip, cut to the chase. I tell a motherfucking slut to her face. Play new games, say new names. Ever since I broke over what's the face, I'm a different man. Kiss my ass. Moin Freunde, hier ist mein Kevin von Stargaming und natürlich heiße ich euch herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, und heute im Hintergrund seht ihr eine Call of Duty Black Ops 2 Nuklear auf der Map Jemen mit der M8R Schwitz in Multischwitz mit zwei Kollegen, einmal der Jane und ich weiß gar nicht, wer noch dabei war, ich glaube der liebe Geri, keine Ahnung. Auf jeden Fall war eine ganz gute Runde, war meine erste Runde an dem Tag, ging auf jeden Fall ganz gut ab. Leider sind wir aus der Lobby rausgeflogen, ich glaube es war eine 35 Gunstreak oder so dann. Hätte locker noch mehr werden können, aber was wollen wir machen, meine Freunde. Und ja, das heutige Thema, was ich heute ansprechen möchte, ist Kinder in COD. Weil das hat sich mal ein Abonnent von mir gewünscht, wo ich nach Themen gefragt habe. Und habe gesagt, komm, du hast so lange nichts mehr gebracht, du kannst jetzt eigentlich auch das Thema mal rausholen, weil du sowieso nicht weißt, was du jetzt eigentlich bringen sollst in der nächsten Zeit. Und ja, meine Freunde, Kinder in COD. Das muss man natürlich jetzt erstmal unterscheiden, ja. Aber ich meine, nach Spielweise und nach Alter, ja. Also wenn ich erstmal nach Alter gehen soll, gut, ich muss sagen, ich habe auch relativ früh angefangen zu zocken, auch relativ früh angefangen halt so Ego-Shooter zu spielen. Egal, ob es Halo war, die halt ab 16 waren, oder halt Call of Duty. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es auch nicht schlecht getan, dass ich halt früh angefangen habe zu zocken, ja. Ich meine, in der heutigen Zeit, wir sind im 21. Jahrhundert, denke ich mal, ist das normal, dass man schon relativ früh halt mit diesem Multimedia-Kram halt in Verbindung kommt halt. Und dass man auch irgendwie halt eine Spielkonsole daheim hat. Also wenigstens eine Handheld oder so hat man einfach daheim. Und selbst da gibt es ja schon irgendwie sowas wie Resident Evil und sowas. Und keine Ahnung, ich meine, ich finde das ist nicht unbedingt schlimm, wenn das Kind jetzt nicht mit 12 Jahren oder so halt nur drinne hockt und nur zockt. Dann finde ich das vom Alter gesehen halt gar überhaupt nicht schlimm, ja, also null. Da finde ich eigentlich viel schlimmer, als wenn man schon irgendwie ein geregeltes Leben hat, ne? Wo man so, keine Ahnung, 20, 25, 30 ist und dann nebenbei in seiner Freizeit nur zockt. Das finde ich viel schlimmer, als wenn man seine Kindheit halt ein bisschen mit Zocken und so verbringt. Ich meine, das ist so meine Meinung so, kann natürlich jeder anders sehen. Aber klar, man sollte natürlich auch die Kindheit belassen, wie sie ist. Und man sollte natürlich auch noch draußen sein und viel mit Freunden machen und so weiter. Aber ja, wir sind wie gesagt im 21. Jahrhundert, das ist nichts Unnormales mehr. Ich sehe heute jetzt schon 5 Klässler, die mit dem S6 in der Gegend rumrennen. Also, ja, was will man dazu sagen, ne? Da muss man natürlich noch sagen zur Spielweise, ja? Das ist natürlich jetzt der andere Punkt, ja? Und zwar, da gibt es jetzt so ein bisschen Pro und so ein bisschen Contra, ja? Weil ich muss sagen, bei der Spielweise, klar, es gibt viele, viele Kiddies, die einfach abfacken, zum Beispiel mit LMG, mit RPG, mit, keine Ahnung, was für eine scheiß EMP-Granate und sowas. Das kotzt natürlich die anderen Spieler an, ja, die das Spiel wirklich spielen wollen und halt auch einfach auch auf Kills gehen wollen und auf Siegen und so weiter. Das kotzt natürlich an, wenn die Leute dann einfach nur in der Ecke liegen und denken, sie sind lustig. Aber es gibt auch einige Leute, die halt einfach keinen Skill haben, ja, also die einfach halt in den jungen Jahren, wo sie halt, keine Ahnung, gerade angefangen haben, irgendwie Ego-Stück zu spielen, halt überhaupt noch nichts können, ja. Und die sind natürlich für uns Sweater natürlich Gold wert, ja. Also wenn wir Leute finden, die haben dann 100 Punkte pro Minute oder so in Herrschaft, ist das natürlich einfach Gold wert für uns, kann man nicht anders sagen, ja. Und dann gibt's noch die Leute, die auch mit 12, 13 Jahren schon richtig, richtig krasse Gameplays erreichen, ja. Also jetzt zum Beispiel der liebe Jerry, der ja auch mir die Gameplays oft geliefert hat und auch immer noch liefert, der liebe X-Booster, der ist ja auch erst 12, ja. Und ich meine, ihr müsst es mal so sehen, ja, der ist 12 Jahre alt, spielt am Tag vielleicht eine Stunde, vielleicht anderthalb oder so, nicht mal so wirklich übertrieben krass viel und der hat trotzdem einfach ein super Movement, super Aim und liefert mir die Gameplays, das muss man sich einfach mal vorstellen, ja. Also ich finde einfach, dass man das nicht sagen kann, so, Kinder in COD, das ist voll scheiße und gefällt mir gar nicht und alle Leute mit 12 und so weiter sind irgendwie behindert und man soll nicht mit denen Call of Duty spielen. Klar, man sagt immer so, deutsche Community, bla bla, aber das ist jetzt nicht irgendwie nur auf die Jungen zurückzuführen, ja. Also ich habe genauso gut schon 12-Jährige gesehen, die mich in S&D beleidigt haben, sowie 25-Jährige, ja. Also ich kenne wirklich auch einige Leute, mit denen ich meinen Clan zwar damals, wo ich jetzt keinen Namen nenne, die im Kopf her wie ein 15-Jähriger waren, ja. Und ich finde, das kann man nicht unbedingt so nach dem Alter differenzieren. Ich finde halt, dass auch junge Spieler halt schon, wenn sie halt wirklich aktiv und halt auch wirklich spielen wollen, also wirklich halt nicht das Spiel nur holen, um irgendwie Leute abzufacken, es gibt bestimmt, dann finde ich das nicht schlimm, dass die Leute halt in jungen Jahren schon Call of Duty spielen. Ich meine, warum sollten sie es nicht tun, ja? Jeder von uns hat doch irgendwie in seiner Kindheit angefangen zu zocken, ja, und irgendwie hat doch auch fast jeder YouTuber jetzt im Call of Duty Bereich schon mit 12, 13 gezockt, ja, und die waren auch nicht immer bestimmt die Lämmer und haben niemanden angeschrien und niemanden beleidigt und so weiter. Das ist halt einfach so. Ich glaube, das ist aber auch nicht nur auf der deutschen Community zurückzuführen, sondern das ist halt überall so, ja. Also ich denke mal, dass genauso in der französischen Community oder in der amerikanischen Community oder in der englischen Community überall halt 12, 13-jährige Kinder sind, die sich einfach mit einem beefen oder auch ältere Leute, die sich mit einem beefen. Also ich denke mal, das hat so jede Community, ja. Also keine Community ist perfekt, ja. Und ich würde einfach mal sagen, dass wir halt als Deutsche halt eine sehr, sehr gute Community eigentlich haben, halt vom Skill her. Und dadurch kommt es halt oft zu Komplikationen, weil die Leute halt sich gegenseitig nicht den Skill messen wollen, sondern eigentlich einfach nur krasse Games
Gameplays reißen müssten, ja. Aber dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr das natürlich auch gerne mal auschecken. Das ist natürlich jetzt nicht in der Videobeschreibung, weil es schon ewig lang her, das muss ich unbedingt verlinken. Aber ihr könnt ja, wie gesagt, einfach mal gerne vorbeischauen. Das ist halt das Video mit dem guten Pudding, wo ich halt diesen YouTube-Wandel halt angesprochen habe mit Gameplay-Standard und Tonqualität und so weiter. Und all dem halt, und da haben wir halt auch lange über diesen Call of Duty Schrank geredet, dass man halt Triple Nukleas reißen muss, die müssen Solo sein und halt das ist dieser Standard, ja, der halt vorgegeben wird halt, und deswegen gibt's, denke ich mal, diesen Beef unter den Communities. Und ja, meine Freunde, das war's eigentlich schon wieder so viel zu meiner Meinung. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr haltet, wenn 12-, 13-Jährige zocken halt, und was ihr natürlich davon haltet, wenn sie wirklich ernst spielen. Also ich meine jetzt nicht, wenn die Leute einfach nur abfacken oder so, da gibt's in jeder Altersgruppe irgendwie Leute. Und die mag keiner von uns, das muss man einfach ganz klar sagen. Aber was haltet ihr davon, wenn Leute wirklich aktiv spielen, ja, als junge Spieler halt, und halt auch schon probieren, wirklich auf Gameplays zu gehen, und ja, was haltet ihr davon? Ich würde sagen, das war's erstmal von mir, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und